Jackson. Ja! Gut. Shout to the heart and you're to blame, darling, you give love a bad name. Jeden, aber nicht ihn. Ich hab ihn nicht abgenickt und das weißt du. Du bist wirklich der letzte Mensch auf Erden, den ich sehen will. Im Ernst, ich könnte dir echt eine reinhauen. Und ich wäre offen dafür, aber in einem privateren Umfeld. Du hast mich geghostet. Kein Anruf, keine Nachricht. Ist nicht so, dass ich mich nicht entschuldigen wollte. Du musst dich nicht rechtfertigen, es war eh nichts Ernstes. Wie ist es dir ergangen? Gott, ich hasse diesen Daumen-hoch-Stuntman-Scheiß. Ich bin die Regisseurin. Wir zünden den Mann an. Du bist ein Stuntman. Wir müssen professionell bleiben. Professionell ist mein zweiter Vorname. Du hast gesagt, dein zweiter Vorname ist Gefahr. Wie war das, Boss? Oh. Wirklich? Ja. Und ins Holster. Ins Holster. Vergiss es, hast du nicht gesehen. Tom Ryder. Der größte Actionstar auf dem Planeten. Ist verschwunden. Du musst ihn zurückholen, sonst war's das mit Jodys Film. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird dich bemerken. Das ist dein Job. Nicht bös gemeint. Naja, schon ein bisschen. Du findest Ryder, rettest Jodys Film und kriegst die Liebe deines Lebens zurück. Ich bin nicht der Held, ich bin nur das Double. Nein, heute nicht. Tom, wir brauchen dich wieder am Set, Kumpel. Toter auf Eis? Er war sowas von tot, Gail. Er war super tot. Die Typen, an die er geraten ist, sind sehr zwielichtig. Ich hatte keine Wahl. Da ging nur so ein Jason Bourne-Scheiß. Die wollten mich umbringen. Und nicht auf die lustige Art. Du schaffst das, du schaffst das. Schaffst du nicht? Zu gefährlich. Gib sicher eine Treppe. Okay. Was ist mit deinem Gesicht? Du siehst furchtbar aus. Du siehst umwerfend aus. Wenn du hinfällst, stehst du gleich wieder auf. Wie weit würdest du gehen für den Menschen, den du liebst? Ich spendiere dir einen Drink, wenn das hier vorbei ist. Schwanz einziehen! Ja, Mann! Stunt! Was machst du nachher? Wollen wir irgendwo an den Strand fahren? Trinken wir Spicy Margaritas? Und treffen schlechte Entscheidungen? Ja! Schon. Holt eure Sachen. Gehen wir. Versuchen wir es nochmal. Vor einer Woche war mein Leben noch ein Wettlauf gegen die Zeit. Okay, ich hol sie jetzt da raus. Darauf bedacht, Menschen zu retten, die kaum noch welche hatten. Jesse! Doch ein Moment änderte alles. Komm schon! Willkommen zurück unter den Lebenden. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich wusste, dass er sterben würde. Ich glaube, ich sehe die Zukunft. New York City hat ein ganz neues Level des Wahnsinns erreicht. What do you want from me? New York City hat ein ganz neues Level des Wahnsinns erreicht. Das ist ein Notfall! Raus aus dem Zug! Dieser Mann will euch umbringen. Warum? Wer bist du? Was ist hier los? Ich kann die Zukunft sehen. Das hat sie nicht kommen sehen. So funktioniert das nicht. Das ist Ezekiel Sims. Er war mit meiner Mutter im Amazonasgebiet, als sie Spinnen erforschte, kurz bevor sie starb. Warte mal, dich kenne ich doch. Wir wohnen im selben Haus. Du bist die Sanitäterin. Ja, du hättest mich beinahe überfahren. Findet ihr es nicht merkwürdig, wie wir alle miteinander verbunden sind? Ganz ehrlich, das ist wirklich noch das Normalste, was heute passiert ist. Du hast keine Ahnung, was aus diesem Mädchen wird. Glaubst du, er kann in die Zukunft sehen? Er versucht zu ändern, was passiert.
Wenn ihr am Leben bleiben wollt, müsst ihr mir vertrauen. Bereit? Jetzt! Dieses Landes liegt in unseren Händen. Wir wissen viel zu wenig über Godzillas Körper. Godzilla Minus One. Vor 4 Jahren war ich praktisch arbeitslos. Ein Herumtreiber ohne Heimat. Aber heute bin ich ein Ehemann und ein Vater. Das würde ich gegen nichts eintauschen. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, Dad. Tja, mein Job war nicht so stressig wie deiner. Ach ja, ich habe endlich einen Job. Ich bin König von Atlantis. Eine 500 Milliarden Lebewesen von jeder bekannten Spezies des Meeres nennen diesen Ort ihr Zuhause. Was nicht heißt, dass mich alle mögen. Ich werde Aquaman töten und alles vernichten, was ihm etwas bedeutet. Ich werde seine Familie umbringen und sein Königreich in Schutt und Asche legen. Er muss gestoppt werden, sonst droht eine globale Katastrophe. Ich glaube, ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Siehst ja schlimm aus. Cool, deiner Hut, gib mir 5. Nenn mich nicht, Bruder. Ich kann nicht glauben, dass du das zugelassen hast. Naja, ich hasse diesen Job. Ein wahrer König baut Brücken, oder? Ein wahrer König baut Brücken? Wir müssen Manta finden. Er hat sich verändert. Er ist stärker als früher. Der schwarze Dreizack. Zu König Atlants Zeiten gab es 7 Königreiche. Und der Dreizack war ein Fluch für sie alle. Die dunkle Magie des Dreizacks breitet sich aus. Er will die Blutlinie beenden. Ich weiß nicht, was vor uns liegt. Aber wir dürfen unseren Kindern keine Welt ohne Hoffnung hinterlassen. Du machst das nicht so schlecht, wie du denkst. Wenn du sie anführst, werden dir die 7 Königreiche folgen. Wenn ich schlafe, sehe ich seltsame Dinge.
Erinnerungen? Keine Erinnerung. Neue Dinge. Ich sehe alles. Das ist nicht alles. Ich hoffe, sie tanzen so gut, wie sie sich kleiden. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Sie und ich, wir sind gar nicht so verschieden, Agent Argyle. Etwas Hilfe, bitte? Sekunde. Das Buch ist fantastisch, Schatz. Was passiert als nächstes? Das nennt man Cliffhanger, Mutter. Ellie, das nennt man Ausrede. Wow, hey, da ist eine Katze drin. Oh mein Gott, sie sind die verdammte Ellie Conway. Die Autorin der Argyle-Reihe, Ellie Conway. Ich bin so ein großer Fan. Oh ja, und was machen Sie? Spionage. Bekomme ich ein Autogramm? Los geht's! Ich liebe dieses Buch! Kommen Sie! Wer sind diese Menschen? Echte Spione. Warum interessieren die sich für mich? Weil sie eine gottverdammte Wahrsagerin sind, Ellie. Was sie in ihrem neuen Buch geschrieben haben, ist eingetreten. Sie haben in ein Wespennest gestochen, von dem sie nicht mal was wussten. Ich stecke in mächtigen Schwierigkeiten, Mom. Oh, jetzt experimentierst du also mit Drogen. Alle Kräfte werden auf sie angesetzt. Ich will, dass sie das nächste Kapitel schreibt. Gott, ich hasse diese Katze. Yeah!
Darf ich Ihnen vorstellen? Der echte Agent Argyle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Welt ist unvorstellbar grausam. Ihr bekämpft die Harkonnen seit Jahrzehnten. Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Sie wurde massakriert. Wie auch mein Vater. Dein Vater war kein Freund von Rache. Wir glauben an die Fremen. Lasst mich mit euch kämpfen. Ich hab's verstanden. Danke. Ich kämpfe nicht für ihn. Ich kämpfe für mein Volk. Du kleiner Teufelskerl. Glaubst du an Paul? Es gibt Zeichen. Der Prophet, warum ist das etwas Schlechtes? Nutze es. Weil all meine Visionen ins Grauen führen. Weil du die Kontrolle verlierst. Weil ich sie erlange. Chani, glaubst du an mich? Paul Atreides ist noch am Leben. Kümmert euch um diesen Propheten. Zeig mir, wer du bist. Dein Vater war ein schwacher Mann. Sieh an, wer von den Toten zurück ist. Ich tue, was getan werden muss. Wir gaben ihnen einen Grund zur Hoffnung. Das ist keine Hoffnung! Ich werde dich lieben, solange ich atme. Mit dieser Prophezeiung machen sie uns zu Sklaven! Das ist keine Prophezeiung, das ist eine Geschichte. Mich interessiert nicht, was du glaubst. Ich glaube daran! Ich bin Paul Muad'Dib Atreides! Herzog von Arrakis! Adelebrashia Zada! Der, der etwas zerstören kann, hat die Kontrolle darüber. Sie sind ein Segen, Mr. Clay. Dieser Ort war voller Unkraut. Sie haben ihm wieder Leben eingehaucht. Mrs. Parker und ich waren Freunde. Sie war die Einzige, die sich hier um mich gekümmert hat. Hier ist eine Nachricht. Da steht, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Ja, Ma'am, wir regeln das. Sie hat sich gestern erschossen. Das ist Privatbesitz. Wisst ihr, was die hier machen? Die verarschen die Schwächsten in der Gesellschaft. Ich zähl bis drei, Kumpel. 1, 2, 3. Da, hab's für dich erledigt. Ich werde den verdammten Laden abfackeln. Würdet ihr ihm bitte den Arsch aufreißen? Sie wollen mir erzählen, dass ein Mann das getan hat. Und alles, was Sie wissen, ist, er ist ein Bienenzüchter. Mit Bienenzüchter meinen Sie Beekeeper? Das ist gar nicht gut. Beekeepers ist ein Spezialprojekt. Es unterliegt nicht der Befehlskette. Ich schütze das Kollektiv. Wenn das System aus dem Gleichgewicht ist, korrigiere ich es. Wir haben Gesetze für sowas. Bis Sie versagen, dann haben Sie mich. Meine Finger, er hat sie abgeschnitten. Oh, was soll das, Mann? Nicht bewegen. Hier geht's um viel mehr als um einen kleinen Internetbetrug. Das Geld wird in die ganze Welt verteilt. An Leute im Finanzwesen, sogar an die Regierung. Sie
sind ein Problem. Verdammt richtig, ich bin ein Problem. Ich dachte, ich gönne den Feuerwehrleuten eine Pause. Kann jemand den Typ festnehmen? Ja! Wir müssen ihn töten, bevor er sich bis ganz nach oben mordet. Honig? Das Zeug brennt wie die Hölle. Verrückt, hä? Hey Dan! Alles Gute zum Hochzeitstag! Dan, mein Mann, er ist wirklich ein wundervoller Vater. Du brauchst schon die Größe 4 plus, was? So groß, sieh dir mal diese Muskeln an. Ich wünschte aber, unser Leben wäre größer. Scheiße, ernsthaft? Kann ich erstmal das Kind absetzen? Bitte Gang 6 reinigen. Sorry für das Chaos. Festhalten! Oh, hey Bo. Hey Dan. Leg nicht auf. Ich bin aufgeflogen und brauche neue IDs für meine Frau, meine Kinder und mich. Hast du es ihnen jetzt gesagt? Wenn wir in Sicherheit sind. Wir sehen uns in 3 Tagen in Vegas. Das ist doch... Ja, oh mein Gott, wir fahren nach Vegas! Woo! Oh, wir freuen uns mega. Nichts schweißt so zusammen wie ein Roadtrip. Oh, stop! Collaborate and listen! Ice is back with a brand new adventure. Something grabs a hold of Anhalt. 5 Stunden im Flugzeug oder 33 Stunden im Auto? Kann jemand mal die Türen entriegeln? Alle sofort anrufen. Sie sollen sie finden. Was war das? Ein Schlagloch. Maxi war die ganze Zeit wach. Wo ist Dad? Früher war ich Attentäter für den Geheimdienst und dieses Leben hat mich eingeholt. Dein Ehemann, ihr Vater zu sein, das ist mein wahres Ich. Du bist wie James Bond, nur mit Minivan? Ich liebe diesen Minivan. Da, 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 da. Ich muss noch mal dieser Typ sein. Ein letztes Mal. Für uns. Du spielst den Familienvater ziemlich gut. Das ist mein Leben, kein Spiel. Bang. Ich stehe irgendwie voll auf den spontanen Dan. Warte, warte. Los. Neuer Rekord! Wird Zeit, hier mal aufzuräumen. Neuer Türsteher? Leg das mal bitte da rein. Scheiße! Schönes Foto. Wo ist sie? Sie hatte Drogenrückstände im Blut? Dann hat jemand ihre Leiche aus dem Fenster geworfen. Der Alte hat einen Killer auf uns angesetzt. Wer meine Pillen anrührt, ist ein toter Mann. Ich wünsche viel Spaß. Dort gesetzt hast du eine Tracht Prügel verdient. Den kriegt man nicht mit Gewalt auf. Dafür braucht man Hirn. Klingt gut. Bingo. Ach, verdammt. Jetzt ist er kaputt. Bekannt als DJ Kawan, ist er in seiner Heimat eine lokale Berühmtheit. Flüchtete vor mehreren Monaten aus seiner Heimat. Boah, ich hau dich richtig kaputt, Mann! Dein Bruder ziehst du nicht mit rein in deinen Sumpf. Eines Tages wirst du stolz auf mich sein. Der Terror in Syrien breitet sich weiter aus. Wir sind Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Ihr seid jetzt Teil des Islamischen Staates. Packt eure Sachen. Ich könnte bei der Filmcrew helfen. Ich weiß, wie man Videos aufnimmt. Bin gut in der Nachbearbeitung. Yalla, Brüder! Im Namen Allahs! Was ich hier tue, ist nur Film. Folge mir! Okay. Yalla, yalla! Und hilfst, die Propaganda zu schüren. Ich versuche nur zu überleben. Hast du Geschwister? Mein kleiner Bruder, Nassim, ist jetzt 12. Ich vermisse ihn. Schande über dich. Nicht bewusst! Ich habe es aufgenommen.
all das Böse, das sie getan haben. Sie haben meine ganze Familie getötet. Wir müssen gehen. Falscher! Kamal! Du wirst auch in dem Video zu sehen sein. Tot oder lebendig. Deine Entscheidung. Das ist dein Grandpa. Es hat sich eine geschäftliche Gelegenheit ergeben. Die kann nicht bleiben. Dieses eine Mal. Und dann wirst du nie wieder von uns hören. Ich bin wieder zurück, bevor ihr eine Beziehung aufbauen könnt. Es ist außer Kontrolle geraten. Ich mach's wieder gut. Wie willst du das anstellen? Für die Familie tut man alles. Willst du deine Tochter wiedersehen? Oder soll ich sie mal besuchen? Was hat dein Vater getan? In den Truck. Gut. Du bleibst im Truck, egal was passiert. Es werden Dinge passieren, die du besser nicht sehen solltest. Und wenn es wieder so weit ist, machst du die runter. Brenne runter! Ah, oh, das ist so ein Kopf. Ich bin Bäcker. Kann ich sie bei Ihnen lassen? Sie ist ihr Fleisch und Blut. 10 Riesen. Für den, der den Bäcker findet. Mach die Tür auf! Ich suche meinen Sohn. Der Schlachter wird zum Bäcker. Komm nach Hause. Ist tot. Sie starb, weil du sie weggeschickt hast. Sie war schwach. Macht erwächst aus Stärke. Zeigst du Schwäche, bist du unseren Feinden ausgeliefert. Schießen, schießen. Er ist schwach wie seine Mutter. Lass ihn liegen. Was geschah an jenem Tag? Ich blickte dem Tod ins Auge. Und zum ersten Mal sah ich mein wahres Ich. Erzähl mir von diesem Jäger. Es heißt, er nutzt eine Verbindung zu Tieren, um seine Beute aufzuspüren. Stehst du auf seiner Liste? Gibt's nur einen Weg runter. Wir sind zu sechst und du bist allein. Noch seid ihr zu sechst. Warum jagst du? Mein Vater bringt Böses in die Welt. Ich entferne es. Du bist genau wie unser Vater. Nur ein weiterer Mann auf der Jagd nach einer Trophäe. Wir sind Mörder. Hat er uns das nicht gelehrt? Mr. Taglin? Wo ist Mr. Taglin? Oh, du stehst in ihm. Du bist ein gottverdammter Irrer. Oh, das ist dir jetzt erst aufgefallen? In jedem von uns steckt ein Tier. Warum glaubst du, nennt man mich wohl Rhino?